Moin, es ist soweit. Draconic Evolution gibt es für die 21.1. Wir gehen heute die Basics durch, das heißt die Grundlagen der Erze, das Crafting und die Stromspeicherung. Übrigens hoffe ich, dass dieser Guide euch richtig was bringt, denn das Internet ist im Prinzip voll mit Guides von der ganz alten Draconic Evolution Version, aber irgendwie nichts von der neuen für die 21. Das zweite ist, die Information Tablets, die wir craften können, jedenfalls früher craften konnten, können wir nicht mehr craften. Und wenn wir die jetzt auswählen, sehen wir links unten Project Intelligence is required to view documents. Das Blöde ist halt, die Projekt Intelligence ist ein Mod. Dieser Mod ist aber noch nicht auf der 1.20. Das heißt, wir können die Ingame-Dokumentation von diesem Mod nicht nutzen. Und dementsprechend haben wir das Video hier. Ich hoffe, das hilft euch. Und lasst dafür doch gerne ein Like und Abo da. Wir haben drei unterschiedliche Orte, wo unser Draconium spawnen kann. Zum einen über die Deep Slate-Variante und die normale Variante in der Oberwelt, also das Draconium-Erz. Größtenteils ab einer Y-Koordinate von 8 und tiefer ist es aber unfassbar selten. Die zweite Möglichkeit ist dann im Nester, da habt ihr auch schon ein bisschen erhöhte Chance, dass es droppt bzw. spawnt, aber immer noch sehr, sehr gering. Und am häufigsten droppt es dann bzw. spawnt es dann im End und da ist aber trotzdem noch eine sehr geringe Menge, die ihr da finden werdet. Also ist es ganz wichtig, hier erstmal natürlich auf die anderen Mods zuzugreifen und zwar könnt ihr mit dem Mod Mystical Agriculture Draconium Seeds herstellen und auch die Awakened Draconium Seeds. Das ist extrem hilfreich, also das ist ganz, ganz wichtig. Beziehungsweise meine Empfehlung ist hier ganz stark dahin, die ersten 4 Draconium Ingots dafür zu verwenden, um euch die ersten Draconium Seeds von Mystical Agriculture herzustellen. Ansonsten werdet ihr euch wahrscheinlich dumm und dämlich farmen, aber gut, das ist halt die Möglichkeit. Und dann sieht es so aus, wenn ihr das Draconium Erz gefunden habt, werdet ihr es abbauen und ihr bekommt diese kleinen Seeds hier raus. Das sind jetzt die sogenannten Draconium Dust. Mit diesem Draconium Dust könnt ihr auch schon was herstellen. Es ist jetzt allerdings nicht so notwendig. Ihr könnt euch den Draconium Fused Obsidian herstellen, den Dislocator und auch den Potentiometer. Und darüber hinaus über das Crafting könnt ihr euch dann auch Bee Spawn Eggs herstellen über Productive Bees. Viel wichtiger wird aber dann der Draconium Ingot. Den könnt ihr erreichen, indem ihr das Draconium Dust einfach in den Ofen packt. Und über das Ingot oder den Ingot haben wir dann hier schon mal 46 Werkbankrezepte. Ganz, ganz viel also über den Mod. Und auch in das Fusion Crafting haben wir hier 11 weitere Rezepte, wofür wir dann den Draconium Ingot benötigen. Also ich sag mal, für den Start ist es ganz wichtig, erstmal irgendwie eine Automatisierung herzustellen, damit ihr unendlich Draconium Ingots bekommt. Ich empfehle Mystical Agriculture. Ansonsten heißt es Farmen und dann auf jeden Fall bitte im End, weil ich glaube, ihr werdet sehr frustriert sein, wenn ihr in der Oberwelt farmt. Jetzt kommen wir zu den nächsten Items und zwar einmal den Draconium Core, dann den Draconium Fusion Crafting Injector und auch den Fusion Crafting Core. Den Core, oder den Draconium Core, können wir uns mit 4 Gold Ingots, mit 4 Draconium Ingots und einem Diamant herstellen. Das ist im Prinzip so der Start, der Draconium Core, wir können auch mal kurz reingucken, der ist in ganz vielen Rezepten drin, also hier schon mal in 50 Rezepten und in den Fusion Crafting ebenfalls in 11 Rezepten, also der ist schon mal ganz wichtig für den Start. Dann benötigen wir 8-mal den Draconium Fusion Crafting Injector. Da brauchen wir ein bisschen Stein für, einen Block of Iron, den Draconium Core und auch 2 Diamanten. Und wir brauchen 1-mal den Fusion Crafting Core. Dafür dann 4 Diamanten, einen Draconium Core und 4 Blöcke von Lapis Lazuli. Denn jetzt bauen wir uns unsere Werkbank. Und so sieht sie dann am Ende aus. Wir benötigen hier auf jeder Seite 4 von den Draconium Fusion Crafting Injektoren. In der Mitte lasst ihr einen Bereich frei. Um jetzt mit Draconic Evolution weiterzumachen, würden wir hier den Generator hinstellen. Denn die Crafting Injektoren benötigen Strom. Beziehungsweise generell diese Werkbank, nenne ich sie mal, benötigt Strom. Ihr könnt ja auch andere Stromquellen nehmen. Aber ich habe jetzt mal von Draconic Evolution den Generator genommen. Das heißt, den craften wir uns auch. Ist recht simpel, mit ein bisschen Nether Bricks, Iron Ingots, einen Ofen und einen Draconium Core. Den benötigen wir, also diesen Generator benötigen wir jetzt 2-mal. Und hier können wir einfach Kohle reintun und dann wird der sich aufladen mit Energie. Sehr simpel. Ich habe jetzt hier 3 Blöcke zwischengelassen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, das funktioniert auch mit 2 oder 1 Block oder auch mit mehreren Blöcken Abstand. Da könnt ihr mal rumprobieren, aber 3 Abstand funktioniert auf jeden Fall. Im Fusion Crafting habe ich jetzt auch einen in die Luft gestellt. Wir hätten noch alles eine Ebene runterpacken können, aber dann sähe das hier optisch ein bisschen doof aus, also hat jetzt nur optische Zwecke. Und jetzt geht's ans Crafting. Wir können jetzt hier einen Rechtsklick auf den Crafting Core machen und sehen hier schon mal ein GUI. Glücklicherweise haben wir hier in der Mitte ein unsichtbares Show Recipes und da klicken wir einmal drauf. Es gibt 42 Rezepte, die wir in unterschiedlichen Tierstufen herstellen können.
Das bedeutet, wir haben einmal die Wyvern-Tierstufe, die Draconic-Tierstufe und die Chaotic-Tierstufe. Und wir haben die Draconium-Tierstufe. Die Draconium-Tierstufe ist die Standard-Tierstufe, die wir gerade aufgebaut haben. Das ist ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit der Draconic-Tierstufe. Und wir sehen noch zwei weitere Sachen. Wir haben einmal hier so ein GUI mit links, Mitte, rechts. Und wir haben hier unten Energy-Cost. Ich habe ja gerade gesagt, die Werkbank kostet Energie und jedes Herstellungsstück kostet dann eben halt gewisse Menge an Energie. Jetzt haben wir hier einmal die Draconium-Stufe und die werden wir jetzt auch einmal uns anschauen. Heißt also, wir brauchen auf der linken Seite den Wyvern-Core, zwei Draconium-Core und auch einen Draconium-Block. Das packen wir jetzt einfach mal hier so rein. Zack, zwei Cores und ein Wyvern-Core. Hier ist nochmal eine Sache ganz wichtig, und zwar, wenn ihr anfangt, die Crafting-Injektoren zu craften und auch dann aufzustellen, befinden die sich, man sieht es jetzt rechts, im Stack-Mode. Stack-Mode bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die vier Diamanten, die ich in der Hand habe, einmal per Rechtsklick draufklicke, sehen wir jetzt auch ganz oben, sind vier Diamanten drin und nicht ein Diamant. Das ist ganz wichtig, mit dem Shift und Rechtsklick könnt ihr das auf Single-Item umstellen. Dann je nachdem, welches Rezept ihr gerade habt, könnt ihr das dann so einrichten, wie ihr es gerade benötigt. Gut, auf die linke Seite kamen dann ja vier Diamanten, die packen wir jetzt einfach mal so hier hin. Und jetzt brauchen wir in der Mitte noch unseren Draconium Fusion Crafting Injector. Den setzen wir natürlich jetzt in das GUI rein und jetzt haben wir hier Ready to Craft. Wenn das Rezept nicht passt, dann wird jetzt hier stehen Unable to Craft, beispielsweise weil vielleicht die Tierstufe zu niedrig ist oder weil nicht genug Energie da ist oder weil ihr einfach nicht die richtigen Items links und rechts reingesetzt habt. Ihr seht es aber schon, vorher waren die Diamanten im Rezept rechts und diese rechte Seite war links und die Anordnung war hier auch eine andere. Es ist also egal, wie ihr was in die Injektoren reintut. Hauptsache am Ende kommt die Gesamtmenge, die benötigt ist, raus. So, und jetzt klicken wir hier einfach auf Craft und jetzt fängt hier an, sich erstmal aufzuladen. Also die beiden Generatoren hier fangen jetzt an, ihre Energie zu ziehen. Wir haben ja gerade gesehen, dass diese Werkbank hier mit dem Rezept auch ein bisschen Energie benötigt. Ich glaube, das war genau 32.000. Das heißt, er lädt sich jetzt erstmal auf. Jetzt ist er aufgeladen und jetzt craftet er. Sieht auch optisch alles ziemlich cool aus. Und schon ist es fertig und wir haben unsere erste Sache mit Draconic Evolution hergestellt, den Wyvern Fusion Crafting Injector. Und jetzt können wir natürlich noch 7 weitere davon craften. Dafür ist dann auch vielleicht der Stack Mode gedacht, den ich gerade erklärt hatte, um dann auf die nächste Tierstufe zu kommen. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Ne, ihr habt hier unten eine Energie, die ihr natürlich aufbringen müsst. Könnt ihr auch mit den Generatoren machen, dauert dann halt nur ein bisschen, je nachdem wie viel Energie es ist. Ihr habt hier oben die Tierstufe, damit ihr wisst, welche Injektoren ihr benötigt. Und links, rechts und oben hier in der Mitte habt ihr das Item oder die Items, die ihr dann benötigt, um das Rezept herzustellen. Eigentlich recht simpel, würde ich sagen, aber wenn Fragen sind, dazu natürlich gerne in die Kommentare stellen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil und das ist die Energie. Und zwar gibt es hier ziemlich viel zu beachten. Es ist eine relativ komplexe Variante, aber auch eine optisch sehr coole. Wir haben jetzt hier zwei Themen. Einmal die Speicherung und einmal die Verbreitung der Energie. Und wir gehen erstmal in die Speicherung rein. Dafür benötigen wir den Energy Core Stabilizer, davon 4 Stück. Und wir benötigen den Energy Core. Hier solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz machen. Für die Tier 1 Stufe reicht dieser Platz aus. Für die Tier, ich glaube, 7 oder 8 Stufe reicht es dann aber nicht mehr aus. Aber egal. Wir schauen uns das jetzt hier einmal an. Wir machen in der Mitte beim Energy Core einen Rechtsklick und kriegen hier ein GUI. Sehr, sehr cool, sehr simpel gehalten. Wir haben hier einmal die Tierstufe. Wir können die Tierstufe hochsetzen bis auf 8 sogar. Und wir können den Toggle Build Guide aktivieren oder deaktivieren. Erstmal haben wir jetzt die Tier 1 Stufe aufgebaut und wir können jetzt Activate machen und wir sehen jetzt hier die Optik. Okay, es funktioniert. Der Multiblock ist richtig konfiguriert und kann jetzt anfangen, seine Energie hier unten zu bekommen. Wir sehen jetzt hier einmal die Capacity von 45 Mega OP und wir haben unten das IO für Input Output. Gerade wird nichts rausgeschoben und wir haben ganz unten Stored 4,5 Mega OP drin. Wir können den auch wieder deaktivieren, hier oben links mit dem Deactivate Button, und so können wir jetzt unseren Stromspeicher upgraden oder eben halt aktivieren, deaktivieren. Wenn wir jetzt hier Energie reinkriegen wollen, benötigen wir eine Energy Pylon und ein Glas. Denn die Energy Pylon wird hier einfach so aufgestellt. Wir packen jetzt hier oben drauf dann ein Glas und dann kommt hier diese kleine Kugel. Und jetzt können wir hier mit einem Rechtsklick auf die Kugel, wir sehen dann die Pfeile unten und die Farbe ändert sich, einmal Input und Output einstellen. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend und ich empfehle euch spätestens jetzt den Crystal Binder zu craften. Den craften wir uns mit zwei Draconium Ingots, Diamant, Blaze Rod und Draconium Core. Denn wenn wir jetzt den Crystal Binder auswählen, sehen wir hier schon die ganzen Kombinationen bzw. die Richtungen, wo etwas verbunden ist. Und wir wollen ja auch unseren Energy Pylon mit dem Energy Core verbinden. Das heißt, wir machen hier einfach einen Rechtsklick drauf und wir sehen jetzt hier auch diese Wolke, nenne ich sie mal, die hier hin und her fliegt.
Der hat natürlich jetzt keine Energie mehr, der Energy Pylon, beziehungsweise der Energy Core ist voll, deswegen sehen wir jetzt auch nicht dauerhaft diese Wolke hier, sonst würden wir sie hier dauerhaft sehen. Also zusammengefasst kann man sagen, dass dieser Energy Pylon quasi ein kabellose Energieverteilung ist. Ihr müsst also jetzt nicht irgendwie Kabel noch hier hinziehen. Dieser Energy Pylon ist automatisch mit dem Energy Core verbunden und das erkennt man dann auch, wenn hier Energie drin ist, dass eben halt diese kleinen Wolken hier hochfliegen. Kurz nochmal zu dem Stabilizer und auch zu dem Core, wie wir den herstellen. Da brauchen wir 4 Diamanten, einmal den Partikelgenerator, den wiederum aus Redstone, Blaze Swords und Draconium Cores und den Energy Core mit Draconium Ingots, Wyvern Energy Controller und Wyvern Core. Das ist alles sehr, sehr teuer, beziehungsweise schon sehr aufwendig, aber Draconic Evolution ist und war eigentlich auch immer ein absoluter OP Endgame Mod. Dementsprechend solltet ihr natürlich jetzt nicht als erstes hier drauf gehen, aber ich denke, das ist klar. Gut, das ist die Energiespeicherung, 45 Mega OP ist schon sehr viel, aber da geht noch um einiges mehr. Wir können uns jetzt hier einfach mal die Tier 2 Stufe angucken. Das heißt, wir assemblen die jetzt einfach mal und da haben wir jetzt hier drumherum Draconium Blöcke. Also die Tier 2 Stufe ist dann eben halt umschlossen mit Draconium Blöcke und jetzt können wir hier das GUI öffnen, indem wir einfach auf den Stabilizer draufklicken. Jetzt können wir activaten und wir sehen, wir haben jetzt schon 273 Mega OP von 45, ne? Und das ist gerade mal Tier 2. Die Tier 3 Stufe, wir können uns auch hier den Build Guide aktivieren, sagt uns dann, okay, wir brauchen ja anscheinend noch um einiges weitere Draconium Blöcke. Das assemblen wir einfach mal. Wir sind ja im Admin-Modus und jetzt sehen wir hier bei Activate, wir haben 1,64 Giga OP. Gut, den deaktivieren wir jetzt wieder und gehen die nächste Tierstufe hoch. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, die einzelnen Blöcke drumherum mussten wir jetzt wieder abbauen für Redstone-Blöcke und dann wird das alles ummantelt mit Draconium-Blöcke, assemblen das und es wird jetzt gebaut, dann ist es fertig und activaten mit fast 10 Giga OP und die Kugel wird auch immer größer. Jetzt wollen wir uns natürlich mal auch die letzte Stufe angucken. So, und die letzte Stufe sieht dann so aus. Hier haben wir eine komplette Ummantelung auch von dem Awakening Draconium Block. Wir können mal kurz reingucken. Das ist aber übelstes Endgame. Dafür braucht man 9 Awakening Draconium Ingots. Und die wiederum zu bekommen, dafür braucht man den Awakening Draconium Dust. Beziehungsweise wir müssen mehrfach den Chaotic Ender Dragon besiegt haben. Gehört aber überhaupt nicht zu den Grundlagen. Aber das Ding hier ist sehr, sehr heftig. Natürlich absolutes Endgame. Aber nicht für die Grundlagen. So, als letztes Thema haben wir jetzt dann noch die Energieverbreitung. Und dazu benötigen wir einmal den oder mehrfach auch den Wyvern Energy IO Crystal, also In- and Output. Wir benötigen oder könnten ein Energy Relay Crystal craften und wir benötigen ein Basic Wireless Energy Crystal. Jetzt habe ich das einfach mal so hier ein bisschen sinnbildlich aufgestellt. Also zuerst einmal haben wir jetzt die Möglichkeit von anderen Mods Energie zu bekommen. Ich hatte ja schon gezeigt, wir haben den Generator von Draconic Evolution, der ist natürlich aber nicht so stark. Gut, der Windgenerator ist jetzt auch nicht so stark, der soll jetzt aber nur mal versinnbildlichen, dass wir auch Energie von anderen Mods bekommen können. Und das machen wir mit den sogenannten Wyvern oder auch die höheren dann Energy IO Crystal. Die haben wir natürlich auch in 3 Stufen, einmal das Basic, Draconic und dann das Wyvern, beziehungsweise das Draconic ist stärker als das Wyvern. Und je nachdem wie stark die natürlich sind, desto mehr Energie können sie dann auch übertragen. Wir sehen jetzt hier rechts die Links und den Charge. Heißt, wir haben einmal so ein Charge, das ist das, was wir speichern können innerhalb dieses Kristalls und Links heißt, mit wie vielen anderen er verbunden sein kann. Und wenn wir jetzt mal als Beispiel den Draconic nehmen und auch den Basic, sehen wir jetzt hier, der Basic hat 2 und der Draconic hat 4 Verbindungsmöglichkeiten, also Links. So, jetzt können wir den IO-Crystal mit einem anderen IO-Crystal verbinden oder wir können auch direkt auf ein Wireless oder auch auf ein Energy Relay gehen. Das zeige ich jetzt einfach mal. Den Energy Relay packe ich jetzt mal hier hin und den Wireless packe ich einfach mal hier hin. Dazu benötigen wir jetzt den Kristallbinder. Wir machen einen Shift und Rechtsklick hier auf den IO-Kristall, dann wird er auch grün umrandet. Und jetzt einen ganz normalen Rechtsklick auf den Relay zum Beispiel oder aber auf den Wireless-Kristall. Und wir sehen jetzt hier unten rechts, links 3 von 3. Das heißt, die Energie, die er hat, gibt er jetzt tatsächlich ab. Das sehen wir hier auch im Charge rechts, 263.000 oder halt hier ist auch 263.000 drin. So, genauso können wir jetzt auch zum Beispiel vom Generator abgehen oder eben halt von ganz anderen Mods, die wir so auf dem Modpack spielen. Und die Energie können wir jetzt in unterschiedliche Maschinen packen. Zum einen können wir jetzt zum Beispiel mit dem Wireless-Energiekristall können wir jetzt die Energie auch zum Beispiel in einen Ofen packen. Man sieht das hier an den roten Button, aber wir können uns das natürlich auch nochmal richtig angucken. Ich packe den Redstone für einen
hier nochmal hin. Wir sehen jetzt hier, ist gar keine Energie drin. Und wenn ich jetzt hier den Wireless mit einem Shift und Rechtsklick nehme und dann einen Rechtsklick hier drauf mache, sehen wir jetzt, die Energie lädt sich sofort auf. Das funktioniert also tadellos, ohne Probleme. Genauso können wir jetzt aber auch unsere Fusion Crafting Injektoren, die wir ja hier hinten zum Craften benötigen, aufladen. Das heißt, wir benötigen da jetzt nicht mehr den Generator für. Wir können jetzt einfach sagen, okay, der IO Crystal, Shift und Rechtsklick, soll bitte an einen Wireless Energy Crystal rangehen, per Rechtsklick, und dieses Wireless soll jetzt per Rechtsklick beispielsweise an den Crafting Injector gehen. Wir sehen das auch mit diesem roten, ich hoffe, man kann es gut erkennen, mit diesem roten Strahl, dass diese beiden jetzt verbunden sind. Sieht jetzt optisch nicht so perfekt aus, weil die nebeneinander sind, aber es funktioniert. Der Injector hat jetzt Energie und benötigt halt keinen Generator mehr. Und so können wir jetzt über die Relays Energie speichern. Wir sehen jetzt hier, der hat bis zu 8 Links. Das heißt, wir können uns da so einen kleinen Energiespeicher aufbauen, immer mit 4 Millionen RF, zumindest in der Basic-Variante. Auch den haben wir natürlich in der Troconic und Wifan-Variante. Oder wir können direkt über ein IO-Crystal oder Wireless Energy Crystal weitergehen, um die Energie dann in andere Maschinen reinzupacken. So, puh, das wäre es gewesen. Zumindest für die Grundlagen. Ich habe selbstverständlich nicht alles, nicht mal ansatzweise alles abgebildet, aber mir war es mal ganz wichtig, jetzt einen aktuellen Guide zu haben zu Draconic Evolution, denn hier hat sich schon einiges geändert. Wir können auch nicht mal das Information Tablet nutzen. Dementsprechend hoffe ich, dass dieser Guide euch was gebracht hat. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich noch weitere Guides zu Draconic machen soll, und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin.